So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Imperial Galactic Survival. Letztes Mal, ja, auch einmal kurz durchgusten hier. Ja, haben wir ja den Kaninchenbau gemacht. Dann wollen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen pausieren, den Kaninchenbau. Hier ist so ein ekliges Vieh schon wieder. Und hier auch. Ach Gott, dieser Scheiß Zoo. So, wir gucken erstmal hier rein. Und ernten mal ganz flicky-flocky hier alles ab. Ja, ist ja gut, meine Freunde da draußen. Ist ja gut. Wir haben euch gehört. Alles gut, alles gut. So, weiter geht's. Das hier mal kurz in den Prozessor reingeschmeißt. Haben wir davon noch genug? Ja, davon haben wir noch genug. So, und dann machen wir mal kurz das Ding nach. Ja, ich habe ja, wir haben hier den kleinen Bohnengleiter. Und da ist ja natürlich noch mehr Pflanzen drin, die wir natürlich noch mitnehmen. Und hier die ganzen Bohrer. Na, ihr wollt aber hier nicht heute ausbrechen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Die werden wir jetzt hier mal mit reinschmeißen. Ich habe die natürlich beim letzten Mal gesehen, aber, da ja noch nicht die Zeit dafür ist, die zu benutzen, hatte ich die natürlich auch noch nicht, ja, hatte ich die halt auch noch nicht bei mir rübergezogen, genau, so. So, die Bohrer nutzen wir alles, um daraus mal T2-Bohrer zu machen, weil wir haben ja immer so ein Bohrerproblem. Apropos Bohrer, ja, der ist auch bald wieder kaputt. So, das kommt hier in Reparaturburg fürs Schiff. So, dann hier die Durians rein. So, die hier hin. Okay, dann können wir das hier mal nach unten packen, dass das hier mal ein bisschen sortiert ist. T2-Bohrer kommt mal hier hin. Das kommt hier hin. Hier haben wir noch einen T1-Bohrer und hier ist unser Medic. Okay. Wir wollen nämlich heute noch was Schönes bauen. So, und hier hin und noch die anderen mitgenommen. Dann ist das auch alle. So. 60 100. Ja, ich habe euch ja gehört. So, Generator. Okay. Alles klar. Hier auch meine ganzen Bohrer. So, wir sind ja, wir haben hier noch nicht genug überdacht. Okay, so, jetzt die hier noch rein. Und die Energiezellen können wir auch mal reinpacken. So, wo hatten wir denn? Nee. Hier vielleicht. Nee, da waren nur die Rohstoffe drin. Genau. Ach, hier haben wir die anderen noch. Alles klar, alles klar. Dann nehmen wir mal das noch mit, das noch mit, das noch mit. Und die noch mit. Bohrer brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und Essen können wir uns hier auch auf die Tasche packen. So, halt. Hier hin. Genau, die Dinger. Munition. Mich, warum der das so langsam macht. Achso, das Feld hat sich ja abgeschlossen. Alles klar, alles klar. So, jetzt. Hallo, Kollege. Okay, zuerst die wir hier wirklich brauchen. Das wird immer noch nicht ausreichen. Alter Schwede, das ist ganz schön viel. Oh.
Gott. Na. Zehn Stück haben wir noch. Wir haben jetzt noch eins. Jetzt können wir weg hier mit dem Ding. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Felder. Felder, 12 mal 9, 10 mal 9 sind 90, 2 mal 9 sind 18, 108, also noch 107, weil einen habe ich noch auf der, ne, 4 habe ich noch auf der Tasche. 108, 106. So, uns fehlen Pflanzenfasern. Okay, wir brauchen Pflanzenfasern. Also 104. So, Pflanzenfaser gesammelt. 104. Und dann können wir die hier auch gleich abernten. Wir brauchen eh. Na, komm schon. So, alles abgesammelt. 104. Mal gucken, ob wir so viel verdorbene Lebensmittel noch haben. So, der Zeug erstmal hier rein. 104. Wie viele verdorbene Lebensmittel haben wir? Machen wir nicht. Ne, wir brauchen 25 Nährlösungen. Vier. Dann haben wir keine mehr. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt alles das, was verderblich ist. So, wir haben jetzt hier 20, 40. Was hauen wir mal hier rein? Hatten die? Wasser 24. Können wir noch mal? Dann machen wir auch 4 Stück von. Oh. 104, 108, 25 haben wir schon. Kürbis, Kürbis. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, dann haben wir aber genug. So, 2, 4, 6, 8, 10, 120. Das sollte ausreichen. Für die Nährlösung. So, den Rest können wir jetzt. Wir könnten ja auch mal ein paar Fleischdosen machen, aber dafür brauchen wir. Machen wir mal 30 Stück. Haben wir so viele Tomaten? Ja, haben wir. Oh, und dann nehmen wir hier mal die Pflanzenkeime mit. Erstmal Tomate. Wissen wir nämlich nachher auch, wie viel Tomaten wir noch machen müssen. So, Tomate, Durian und Kürbis. Tomate. Okay, erstmal die Tomaten. Obwohl, wir können auch gleich die Durian, die sind ja gleich hier vorne. So, Durian. Zack, zack, zack. So, Durian. Ja, Olli der Gärtner. Und dann brauchen wir noch 6 Durians. Das ist okay. Kürbis.
6 Durians. Und 18, 3 haben wir. Noch 5 Kürbisse. So, dann stellen wir jetzt erstmal die 6 Durians und die 5 Kürbisse her. So, 6. 1, 2, 3, 4. Halt. Und Kürbis. 1, 2, 3. Schön, Fleischdosen haben wir jetzt auch. Mensch, unsere Dings hier, die wächst und wächst und wächst. So, das kann erstmal gedeihen. Und dann jetzt noch die Pflanzendinger, soweit wir sie jetzt hier einpflanzen können. Weil Tomaten brauchen wir einmal für die Fleischdosen. Wir werden ja immer mal wieder ein bisschen Fleisch kriegen. Deshalb auch mehr. So. Ja, so schön ist das Gewächshaus. Jetzt wird es hier schon wieder dunkel in der Stunde. Okay, so, dann können wir die restlichen Durians noch anpflanzen. Und packen die hier erstmal wieder zurück. So, Tomate, Kürbis, Weizen nehmen wir mal noch mit. Was haben wir noch? Mais. Texturiertes Eiweiß, weiß ich gar nicht. Petheringkeim. Was steht da? Wächst nicht auf normalem Boden. Das wird ein Pflanzenbeet benötigt. Achso, das wissen wir ja. Und Space Caribbean Keim. Ehenhonig können wir auch anpflanzen. So, Durian. Und Kürbis ist jetzt auch fertig. Passt ja gerade noch so hier in unsere Dings rein. Aber hier haben wir ja schon ein Lager dafür. So, Kürbis. Und Durian. Und dann sind wir mit dem Durianfeld auch schon durch. Sehr schön, sehr schön. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, super. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bringt uns ja auch gar nichts gerade im Moment. Solange die Felder noch nicht da sind, wollen wir die auch nicht auf die Tasche packen. Okay, so. 1, 2, 3, 9 Felder. Das ist ja nicht so viel. Was fehlt denn jetzt hier? Pflanzenfasern. Ach, immer diese scheiß Pflanzenfasern. Ich hoffe, dass sie schnell wachsen. Ja, achso, wir haben noch hier. Sehr schön. Nochmal eine. So. Okay, was wir hier aber schon anpflanzen wollen, ist Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Weizen und dann können wir hier nämlich Mais. So, sehr schön. Dann sind wir damit heute auch schon wieder durch. Also zumindest mit dem, was das Gepflanze hier angeht. So, und dann können wir uns der anderen Aufgabe widmen, die ich noch vorhatte. Jetzt müssen wir uns jetzt mal ganz kurz mal hier in den Flugmodus bewegen, damit ich hier mal sehe, wie viel Platz wir hier haben.
Ja, das würde ja an für sich ja auch passen. Genau. Das passt. Ja. Genau. Und dann machen wir hier trotzdem mit der Drohne. Das wird einfach besser laufen. Okay, natürlich müssen wir die Scheiße hier auch mal wieder abstürzen. Das ist ja schon Kacke, dass es hier so tief ist. Eieieiei. Na gut. Den noch mal abmontieren. Okay. Ja, wird uns das nichts anderes übrig bleiben, als das so zu machen. Könnte natürlich auch noch ein Stückchen früher beginnen, das wäre wahrscheinlich auch ganz sinnvoll. Da wechseln die mal aus. Über dass das hier jetzt hält. Dürfte eigentlich nichts passieren. Und jetzt du noch hier. Okay. Und du auch noch hier. Hey, Level 20 erreicht. Hü. So, das geht dann in die Richtung. Das ist ja okay so. Reicht das aus schon von der Größe her? Nee, das wird zu klein. Ja, doch, das ziehen wir bis hier ran. So. Genau, so machen wir das. Jetzt wird es hier echt dunkel, ja? Und das ist natürlich ganz schön hell. Okay, das ist abgesichert. Ja, da wird doch ein Schuh draus. So, nur mal gucken, ob das so denn auch funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich verliere den Kontakt zu meiner Drohne. Wie oft will er mir das denn noch sagen? Okidoki. So, und dann kommt das hier ungefähr ab der Mittag. So, hier müssen wir erstmal noch rüberziehen.
Okay. Mal ganz kurz gucken. Ja, doch, da könnte was draus werden. So, wir zählen mal ganz kurz ab. So, hier wäre ja denn der. Dann gehen wir noch einen raus. Sonst haben wir das Ding ja gleich da drüben. Genau. So, nochmal hier unten hin. Der Pfeiler ist ja sehr, unter Wasser ist das ja egal. Okay, gudi. Nee, das war Kacke. Hierhin. Okay. Der wieder weg. Reicht das denn jetzt hier aus? Ja, doch, muss ausreichen. Okay, 5. So, und jetzt müssen wir mal abzählen. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Müsste doch aber theoretisch. Reicht das bis hierhin? Okay. Ist aber wahrscheinlich noch nicht die richtige Höhe. Nee, das ist er noch nicht. Okay, aber erstmal. Ja, ist denn jetzt hier auch mal gut mit Kontakt verlieren? Ist ja furchtbar. Gut, so, dann den hier rüber. Passt das? Nee, ist auch gar nicht. Hoffen wir mal. Dass uns hier keiner wegsnackt jetzt. Ja doch, das wird reichen. So, genau.
Genau, so machen wir das, mein Freund. So wird er die Macht, so wird er die Macht. Aber das gefällt mir hier noch nicht so. Diese Unterwasser-Verwurzelung ist ja auch ein bisschen nervig gerade. Ja, warum hat er das denn jetzt nicht auch noch durchgezogen? Okay, jetzt hier alles das, was war. Wenn wir keine unnötig Blöcke hier verschwinden. Dann stabilisieren wir das aber noch mal. Besser ist man. Jetzt habe ich mich ja bestimmt gleich eingebaut. Zum Glück können wir die Drohne ja auch wieder rausnehmen. Aber brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. So, das heißt jetzt ein bisschen viel. So. Genau so wird es sein. Eins, zwei. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ganz kurz mal Höhe weg. Zweierhöhe. Ne, wir machen eine Dreierhöhe. Das passt. Das machen wir mal ganz kurz so. Okay. Hopp, hopp, hopp. So, falls ihr wisst, was es wird, schreibt es mir noch mal in die Kommentare. Was? Kannst du... Was? Warum? Warum ist das jetzt zusammengebrochen? Ich habe doch die 12x12 Regel eingehalten. Achso. Sag mir nicht, weil er hier nicht auf dem Fußboden stand. Was ist denn das für eine Kacke hier, bitte schön, schon wieder? Eins, zwei, drei, und hier hin. Achso, es geht gar nicht. Warum wurde das jetzt instabil? Das verstehe ich nicht.
Das ist doch schon wieder Kacke. Muss ich jetzt hier wirklich alles unterfüttern, damit das hier ja, hat er schon wieder Hunger hier. Komm, dann ist was. Das wurmt mich ja hier schon wieder. Fühle mich schon wieder getriggert. Habe ich mir jetzt eingebaut hier? Ne. So. Ach man, dieses Spiel ist manchmal echt zum Verzweifeln. So, wenn wir es jetzt hier ziehen. So. Und dann hier ziehen. Aber da ist der rote, dann müssen wir hier noch einziehen. Das ist okay. Nach oben. Was? Was war das? Hey, das manchmal verstehe ich das Spiel echt nicht hier. Ja, 10 Minuten, du mich auch. Okay. So, das dürfte jetzt aber hier keine Probleme mehr geben. Halt, wir ziehen jetzt hier das Ding rüber. Aber, ja. Na, mal gucken, was jetzt passiert hier. Okay, zwei rote Punkte dort. Und damit hier wirklich auch alles schick ist, komm, hier machen wir hier noch eine Säule hin. Und jetzt müssen wir mal auszählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt schon wieder gar nicht. Aber hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Also mittig bauen geht ja mal gar nicht hier.
Okay, natürlich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, guck mal, grün. Hey. Scheiß Spiel. So, wie kriege ich das denn jetzt hier hin? Ja, pass auf, ganz einfach. Die zeigt euch das jetzt mal. Nimmt jetzt den hier weg. Und. Und zieht jetzt einfach hier einen hin. Na, ach. Können wir jetzt wieder nach oben? Danke. So, und dann. Server neu gestartet. Server sucht einfach mit Please Stop and Build and Logout. Na gut, dann machen wir das. Dann beenden wir auch die Folge. Ist ein bisschen länger geworden. Also schreibt es rein in die Kommentare. Was ist das? Was soll das werden? Wenn ihr es wisst, sagt mir Bescheid. Aber bevor wir hier ausloggen, bevor ich das hier irgendwann nochmal vergesse. Stabilisieren wir das hier nochmal. Und natürlich unsere Gehbrücke hier. Ah, so, alles schön hell. Jetzt kommt der noch weg. So. So muss es sein. Also, was wird das werden hier? Schreibt's rein in die Kommentare. 4 Minuten, ja, der geht mir ja Astikologie mit deinem scheiß Auto-Erinnerung. Aber gut, natürlich besser, als wenn das Spiel einfach so abbricht. Oh Mann, oh ey. Ja, Astik, ich hab dich auch lieb. So, jetzt drückt die Zeit hier auch. Jetzt will ich das hier doch aber noch fertig machen. So, dass das hier alles grün ist. Grün und hell, und jetzt stellt der mich hier. So, alles Grünchen. Grünchen wie ein Bütchen. Hier ist auch alles Grünchen. Hier ist alles abgesichert. Sehr schön. Guckt euch das mal an, wie das Gewächshaus von oben aussieht. Wie geil. Okay. Alles klar. Das war's. Gute Nacht. Und ciao.